Das Zentrum Queen verwahrt seit 2017 das Archiv der Österreichischen Liga für Menschenrechte, der ältesten und bis heute bestehenden Menschenrechtsorganisation dieses Landes. Gegründet 1926 und nach ihrer Auflösung im Jahr 1938, 1945 wieder begründet. Nach der inzwischen erfolgten Aufarbeitung und Inventarisierung ist dieses Archiv für die wissenschaftliche Forschung zugänglich und es stellt eine erstrangige Quelle für die politische Geschichte, die Rechtsgeschichte, aber auch die Bildungs- oder Gesellschaftsgeschichte der Zweiten Republik dar. Die Tätigkeit der Liga umfasste die allgemeine Information über Menschenrechte, pädagogische Aufklärungsarbeit und individuelle Rechtshilfe, aber auch die rechtspolitische Grundlagenarbeit sowie Interventionen für die konkrete Umsetzung menschenrechtlicher Prinzipien in allen Bereichen der österreichischen Rechtsordnung. Diesen Anliegen kam es zugute, dass nach 1945 bedeutende Teile der politischen und gesellschaftlichen Eliten der Liga als Mitglieder angehörten. Darüber hinaus waren im Laufe der Jahrzehnte tausende weniger prominente Personen Mitglied der Liga, sei es als Privatleute oder als Exponenten und Exponentinnen der Zivilgesellschaft. Diese Mitgliederbasis, nach einer groben Schätzung rund 3/4 Männer und bis zu 1/4 Frauen, repräsentierte ein breites Spektrum politischer und gesellschaftlicher Positionen, was der Liga und ihrer Arbeit ebenso einen spezifischen Charakter gibt wie die Nähe zur etablierten Politik. In ihrem Doppelcharakter als eine, Zitat, offiziöse Organisation und gleichzeitig einer Nichtregierungsorganisation diente sie ebenso den staatstragenden Großparteien als Forum, wie sie als eine Instanz zur Beförderung und Vernetzung zivilgesellschaftlicher Initiativen fungierte, aber auch Einzelpersonen eine Anlaufstelle oder die Möglichkeit zur politischen Artikulation bieten konnte. Diese Konstellation kennzeichnet auch jenes Aktionsfeld der Liga, das ich heute skizzieren möchte und das der Grund ist, warum ihr Archiv bei Queen einen idealen Standort gefunden hat. Die Liga trat bereits im Jahr 1930 und dann erneut ab den frühen 50er Jahren für die Rechte von Homosexuellen ein. In erster Linie für eine Reform von § 129 1b des österreichischen Strafgesetzbuchs. Dieser Paragraph stellte, und ich zitiere, Unzucht wider die Natur mit Personen desselben Geschlechts als ein Verbrechen unter Strafe. Das aus dem Jahr 1852 stammende Gesetz sah für dieses Verbrechen eine Strafe von 1 bis zu 5 Jahren schwerer Kerkerhaft vor. Unter Unzucht wurde dabei jede Art von sexueller Handlung zwischen Personen gleichen Geschlechts verstanden und es galt dies für Männer ebenso wie für Frauen. Eine Verurteilung zog neben der Gefängnishaft vielfach gesellschaftliche Ächtung nach sich. Das Gesetz leistete Erpressungen Vorschub, führte zu punktuell intensiver Verfolgung durch die Polizei und nicht wenige Betroffene nahmen sich das Leben. Anders als in der Schweiz, wo Homosexualität seit 1942 nicht mehr illegal war, oder in der Bundesrepublik Deutschland, wo sie es noch bis 1969 blieb, existierte in Österreich auch keine sogenannte Homophilenbewegung, in der sich Homosexuelle, wenn auch im Sinn gesellschaftlicher Anpassung, artikuliert haben. Es gab nur wenige Stimmen, die nach 1945 eine Abschaffung von § 129 1b öffentlich einforderten, wie etwa der sozialdemokratische Justizminister Otto Czadek. Es erschienen keine homophilen Zeitschriften wie der Kreis in Zürich oder der Weg in Hamburg und es gab keine Interessenvertretung, an die sich von Strafverfolgung Betroffene wenden konnten. Bis zu einem gewissen Grad begann jedoch die Österreichische Liga für Menschenrechte, die Funktion einer solchen Anlaufstelle und einer politischen Vertretung zu übernehmen. Im Archiv der Liga finden sich nicht nur die Stellungnahmen und Berichte, die sie in ihrer Zeitschrift Das Menschenrecht veröffentlicht hat, sondern es werden in Sitzungsprotokollen und Korrespondenz auch die internen Diskussionen fassbar, die ihnen vorausgegangen sind. Das Archiv dokumentiert weiters das direkte Herantreten an Politik, Justiz und Presse, um eine Reform des Strafrechts zu bewirken und die öffentliche Meinung für das Problem zu interessieren. Es belegt auch, dass dieses Eintreten für die Straffreiheit von Homosexualität international wahrgenommen und von der erwähnten homophilen Bewegung in anderen Ländern begrüßt wurde. Genauso zeigt das Archiv die Resonanz der Bestrebungen in Österreich, wo sie vereinzelt weitere Initiativen anregten. Und das Archiv hält die Schicksale von Verurteilten fest, die die Liga um Rechtshilfe ersuchten. Es belegt außerdem, dass Homosexuelle der Liga als Mitglieder beitraten, aber ebenso, dass manche sich enttäuscht abwandten, als die politischen Bemühungen zu keinem raschen Erfolg führten. Schon in der Ersten Republik
war die Liga maßgeblich an einer Petition beteiligt, mit welcher der Wiener Rechtsanwalt Otto Eckstein im Jahr 1930 beim damaligen Justizminister die Abschaffung des Paragraphen 129.1b forderte. Unter den 63 teils prominenten Persönlichkeiten, die diese Petition unterzeichneten, waren zahlreiche Führungsmitglieder der Liga. Daran wurde nach 1945 angeknüpft. Der Rechtsbeirat der Liga, ein Gremium von rund 15 Juristen, zu dieser Zeit ausschließlich Männer, diskutierte ab 1948 mehrfach Hilferufe von Homosexuellen, die die Liga erreicht hatten. Der Vorsitzende dieses Beirats, der Wiener Landesgerichtspräsident Edmund Schwab, formulierte daraufhin einen Antrag zur Reform des Paragraphen 129, der an den Präsidenten des Nationalrats gerichtet werden sollte. Auch der Liga-Vorstand befürwortete dieses Vorgehen zunächst. In der Folge entspann sich allerdings eine längere Diskussion über den richtigen Adressaten des Schreibens, ob es nicht innenpolitische Konflikte auslösen würde und dass das Ansinnen besser zusammen mit anderen Reformvorschlägen einzubringen wäre. Damit endete dieser erste Anlauf im März 1950 noch innerhalb der Liga selbst. Im Rechtsbeirat zählten die beiden Juristen Erich Körner und Ernst Jahoda zu den vehementesten Fürsprechern einer Reform. Sie zeichneten auch für die ersten öffentlichen Stellungnahmen der Liga zu § 129.1b verantwortlich. Ende 1952 und Anfang 1953 brachte die Zeitschrift Das Menschenrecht Körners zweiteiligen Aufsatz Dringende Rechtsreformen. Er war ausdrücklich als Diskussionsgrundlage gedacht, die eine Stellungnahme an den Justizminister vorbereiten sollte. Körner erhob die Forderung der Straffreiheit von Homosexualität tatsächlich zusammen mit anderen Reformvorschlägen. Doch es sprechen beide Teile des Artikels das Thema explizit an, wodurch es, für die damalige Zeit sehr gewagt, besonders unterstrichen wird, wobei der zweite Teil die ausführliche Argumentation enthält. In einem Brief an den damaligen Generalsekretär der Liga, Hermann Mühlberger, hielt Körner zusammenfassend fest: Ich habe mich so zurückhaltend als nur möglich über weltanschauliche Gegensätze geäußert, das aber muss gesagt werden, sonst sperren wir besser zu. Das Menschenrecht brachte im Dezember 1952 aber nicht nur Körners um Sachlichkeit bemühte Abhandlung. Flankiert war sie von zwei weiteren Statements, dem anonymen Brief eines Betroffenen und sodann zwei launigen Gedichten des eben erwähnten Ernst Jahoda, in denen er gegen die angebliche Unnatürlichkeit von Homosexualität polemisierte. Damit räumte die Zeitschrift durchaus einer Bandbreite von Zugängen Platz ein und sandte Signale, die über eine rein juristische und wissenschaftliche Abhandlung hinausgingen und die gesellschaftspolitischen Dimensionen des Anliegens unterstrichen. Im Archivakt zur Homosexualität fällt eine Zeitspanne von der Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre auf, aus der nur vergleichsweise dünn gesäte Zeugnisse enthalten sind. Der Grund dafür ist in der Arbeit der Strafrechtskommission zu vermuten, die der Justizminister auf Beschluss des Nationalrats 1954 einberufen hatte. Die Arbeit dieser Reformkommission dürfte die Liga genau beobachtet haben, wie regelmäßige Berichte in der Zeitschrift Das Menschenrecht belegen. Und obwohl sich die Kommission deutlich für eine Reform von § 129 ausgesprochen hatte und im Laufe der Zeit mehrere Entwürfe zu einem neuen Strafrecht vorgelegt wurden, ligaintern hat man einen jeden von ihnen diskutiert, folgte weiterhin keine Beschlussfassung im Nationalrat. Zumindest Erich Körner scheint auf den Gesetzgebungsprozess aber grundsätzlich vertraut zu haben. Das belegen seine Briefe an Ligamitglieder, die im Hinblick auf den Paragraphen an ihn appellierten, weiter Druck zu machen. Während die Fürsprecher einer Reform seitens der Liga offenbar bereit waren abzuwarten, hatten Homosexuelle diese Zeit nicht. Ihnen wurde ihre Lebenszeit durch die fortgesetzte Strafverfolgung vielmehr genommen. Ab Mitte der 60er Jahre wird das einschlägige Material im Archiv wieder dichter. Erich Körner war 1964 zum Generalsekretär der Liga aufgestiegen und damit für die Geschäftsführung und für die Redaktion der Zeitschrift zuständig. In den folgenden Jahren, jenen der ÖVP-Alleinregierung, nahm die Liga erneut zur Strafrechtsreform Stellung. Anlass war die, trotz aller Voten und Gutachten drohende Beibehaltung der Strafbarkeit von Homosexualität. Die alljährliche Generalversammlung der Liga verabschiedete 1967 eine Entschließung an Bundesregierung und Nationalrat, mit der sie in einem von 7 Punkten appelliert, die, Zitat, Strafdrohungen für biologische Abnormitäten zu beseitigen.
Genannt ist unter dieser dürren Überschrift zwar der Paragraf 129.1b, interessanterweise aber nicht das Wort Homosexualität. Anlass für eine weitere Initiative im selben Jahr war die Stellungnahme der österreichischen Bischofskonferenz im Begutachtungsverfahren zum Strafgesetz. Die katholische Kirche suchte eine Änderung des Paragraphen weiter zu verhindern. Auch hier zeigt sich der spezifische Zugang eines geduldigen Argumentierens seitens der Liga. Erich Körner bot nicht etwa Demonstrationen oder polemische Statements auf. Zu seinen Aktionsinstrumenten zählten vielmehr die Schreibmaschine, das eindrucksvolle Rundsiegel der Liga und die Adressenkartei. So wandte er sich an mehrere Buch- und Zeitschriftenverlage, in denen Aufklärungsschriften zur Homosexualität erschienen waren. Sein Anliegen war es, je 15 Exemplare dieser Schriften zu erhalten, um sie allen österreichischen Bischöfen zukommen zu lassen. Der damit verbundene Appell erschien als offener Brief auch in der Zeitschrift Das Menschenrecht. Dass die vorbereitende Korrespondenz und der Appell von dem früheren ÖVP-Politiker Karl Lugmeier mit unterzeichnet wurden, einem Gründungsmitglied der Liga und in diesen Jahren ihr Vizepräsident, fällt ebenso ins Auge wie die zurückhaltende Wortwahl. Wie diese Paketsendungen bei den Bischöfen ankamen und ob sie die Aufklärungsschriften studiert haben, wäre in den Diözesanarchiven zu recherchieren. Offiziell geantwortet hat der Liga nur der Grazer Bischof Josef Scheuß wohl. Sein Brief lässt sich allenfalls als höflich auffassen, in der Sache fiel die Antwort negativ aus. 1970, inzwischen war das erste Kabinett Kreisky, die Minderheitsregierung der SPÖ im Amt, verabschiedete die Generalversammlung der Liga eine erneute Entschließung. Sie war anders formuliert als jene von 1967, nicht als Appell, sondern als Ersuchen, das nunmehr ausdrücklich vom Sexualstrafrecht sprach, von gleichgeschlechtlichen Verhaltensweisen und durchaus deutlich von Österreich als einem europäischen Rechtsmuseum. Ernst Jahoda, jener Jurist, der 20 Jahre zuvor ironisch über die sogenannte Unzucht wieder die Natur gereimt hatte, schlug vor, noch direkter zu werden und von Geschlechtsfreiheit und mittelalterlichen Strafbestimmungen zu sprechen, konnte damit aber nicht durchdringen. Adressatin dieser neuerlichen Resolution war jene Regierung, der mit Christian Broder ein langjähriger Reformverfechter als Justizminister angehörte. Broder war seit 1968 auch Mitglied der Liga für Menschenrechte. Die 1971 beschlossene Reform brachte zwar die Aufhebung des Totalverbots, dieses wurde allerdings durch vier neue Strafbestimmungen ersetzt. Das ungleiche sogenannte Schutzalter, das für gleichgeschlechtliche Kontakte mit 18 Jahren höher war als jenes von 14 Jahren für Heterosexuelle. Außerdem das Verbot gleichgeschlechtlicher Prostitution, das Verbot der Werbung für Homosexualität und das Verbot von Verbindungen zu ihrer Begünstigung. Diese Paragraphen kommentierte die Liga wieder in zweierlei Tonfall. Während Körner einen ausführlichen juristischen Kommentar vorlegte, trug Jahodas Beitrag den Titel »Von der Barbarei zur Lächerlichkeit«. Noch deutlicher formulierte es ein ehemaliges Mitglied der Liga, ein homosexueller Mann, der sich nicht zu einem erneuten Beitritt entschließen konnte. Grundrechte wie Vereins-, Versammlungs- und Pressefreiheit, so schrieb er, blieben den Homosexuellen auch nach 1971 vorenthalten. Und erhielt der Liga vor, die Abschaffung respektive Neuformulierung des Paragraphen 129.1b hält man auch nicht für ihr Verdienst. Festzuhalten bleibt allerdings, dass sich die Liga in einer Zeit exponiert hatte, in der dies kaum jemand tat, und dass sie ihr Eintreten für die Rechte von Homosexuellen als hoch an der Zeit erachtete. Schon das am Ende doch nicht abgesandte Schreiben von 1949 hatte sie einen dringenden Appell genannt. Der Aufsatz von 1952 trug den Titel »Dringende Rechtsreformen«. Die Entschließung von 1967 gebrauchte das Wort »vordringlich«. Jene von 1970 nannte das Anliegen »dringend«. Schließen möchte ich mit einer zweiten Beobachtung zum Sprachgebrauch. Erich Körner bezeichnete Homosexuelle über Jahrzehnte konsequent als eine biologische Minderheit. Diese Wortwahl hat den Vorzug, dass sie der Rede von der Unzucht wider die Natur, die Homosexualität als einen Teil der Natur entgegenhalten kann. Die ab den 70er Jahren auftretende Schwulen- und Lesbenbewegung, die einem anderen Verständnis von Identität folgte, nahm gerade diese Begrifflichkeit aufs Korn. 1980 fragte die Münchner Zeitschrift Homosexuelle Emanzipation sarkastisch, ob sich Mutter Natur und die Redaktion des Menschenrecht mal nur nicht geirrt hätten. Nichtsdestotrotz
pflegte Körner weiterhin Korrespondenz und Schriftentausch, so auch mit der 1979 gegründeten Homosexuellen Initiative Wien. Die Zeitschrift der Liga fuhr fort, über homosexuellen Rechte zu berichten, ebenso über die Schwulenbewegung, dies jedoch mit einer deutlichen Skepsis, die nicht zuletzt einen Generationenkonflikt ausdrückt. Tendenziell hat sich die Liga in diesem Bereich vom eigenen Agieren auf Beobachtung und Information über neue Akteure verlegt. Als Körner 1984 in den Ruhestand trat, erfolgte auch in der Liga ein Generationswechsel und das Material aus den folgenden Jahrzehnten harrt noch seiner Erforschung. Genauso wäre den hier nur skizzierten Entwicklungen, den internen Diskussionen, den konkreten Argumentationsweisen, den Vernetzungen weiter nachzugehen.